Alter, ich schwöre dir, ich mache eine Kiste auf und zweimal geht Rot vorbei. Sie will mich komplett verarschen. Oh. Oh. Ich habe gerade Souvenir aufgemacht und habe eine Pink DDPAT bekommen. Minimal Wear sogar. Was ist die wert? Bestimmt auch. Jetzt wahrscheinlich nicht viel. Wow. 91,65. Holy shit. Verkaufen. Alter, dreht sich einer im Gegnerteam. Komplett, ohne Witz. Und der taggt auch. der hat den mit Spinbot weggehackt, Alter. Alter. Oh, shit. Hat der, Alter. Richtig kaltblütig. Und die Gegner schießen sich auch schon runter. Das ist halt krass, wenn der eine den anderen weghackt, Alter. Wow, shit, Alter. Ah, der ist richtig den Trigger am Start, Alter. Oh Mann. Smoke! Stay frosty, Sniper. Der Verdächtige. Aber der Verdächtige hat 10 Kills. Delta im gleichen Team hat das Doppelte, 22 Kills. Das siehst du wieder. Der ist nicht immer der Beste, was Ultra hackt. Oder der Delta hackt halt auch voll rein. Ist halt auch so ein Hacker-Lobby wahrscheinlich. Und im Gegnerteam hackt auch und keine Ahnung. Können wir noch froh sein. Alter. Shit. Richtig kalt. Und, Alter, Delta gönnt sich Autotacker. Alter, wir beschweren uns. Throwing smoke. Kranke Scheiße. Ah, ich glaube, Delta hat... Na ah, gut, die haben schon Bot im Gegnerteam. Der zieht halt komplett durch, Alter. Einfach durch die Wand. Aber die Gegnerteam haben die Safe auch an, Alter. Wir dann noch so versucht. Guck mal, der guckt komplett durch die Wand einfach. Und dann wirft er irgendwo ein Molly hin, weil er, wo eigentlich weiß er doch eh, dass da niemand ist. So nach dem Motto, irgendwie noch einigermaßen legit spielen. Gibt's doch nicht. Also die schießen schon gar nicht mehr auf ihn. Alter, der ist aber so schlecht. Der spielt das Typische. Der hat den Hack des Songs an und ohne wird bei dem gar nichts gehen. Das ist richtig so ein schlechter Typ, Alter. Siehst richtig vom Aimen und alles. Das ist komplett retard einfach. Wenn der nicht hacken würde, der wird gar nichts gehen. Der Gegner hat halt auch einen. Das ist so geil. Zielt auf den Boden und schießt die Gegner weg. Alter, das ist lächerlich. Holy cow, Mann, geht der ab. Alter, was für eine lächerliche Scheiße, Mann. Da weißt du aber, was auf unsere Elo abgeht, ohne Witz. Weil das sind jetzt, wenn du so Overwatch machst, das sind ja wirklich dann Games auf deiner Elo. Ist jetzt nicht so, dass da jetzt Global gegen Global spielt. Sondern das ist auf deiner Elo. Yeah. Weil sonst könntest du das ja gar nicht beurteilen. Und dann siehst du halt, was da für Leute rumrennen. Und dann heißt es immer, oh ja, da cheatet niemand, hackt niemand. Sind halt einfach nur besser oder keine Ahnung, Alter. Das siehst du halt richtig kaltblütig. Der eine zielt auf den Boden, weich, tötet die Gegner. Im Gegnerteam. Der Verdächtige hier eigentlich hat halb so viel Kills wie der erste im Team. Da weiß ich auch, was Sache ist. Die haben direkt ein Board, der eine ist AFK. Das hört sich schon nach Raidshade an. Ja, ist ultra krank. Aber ich glaube, da hat halt jeder gegeneinander aufgeschraubt. Ich dachte so, der eine hackt und dann macht der andere auch an. Und der ist halt auf der Elu. Was soll das? Ja, weil wir halt auf der Elu sind, wo halt 70% der Spieler sind. Also auch 70% vom ganzen Abschaum. Kobi, nein. Shit, Alter.
scheiße Nummer. Der eine läuft halt nur, siehst du durch den Ding, läuft nur so durch und zielt die ganze Zeit auf den Boden. So lächerlich. Ja, da kannst du jetzt echt auch die 10 Minuten sparen. Das siehst du schon beim ersten Kill gesehen, dass der anhat. Da müsste ich jetzt die Gegner auch irgendwie melden können. Das ist halt jetzt kacke. Jetzt hast du hier einen Overwatch, wo mal mindestens 3 Hacker drin sind. Und kannst jetzt halt reporten oder melden. Toll. Dann hast du einen weg von 3. Oh, der hat kassiert von dem anderen Hacker. Da, guck mal, überleg das mal. Du hackst schon rein und verlierst trotzdem noch. Wie schwach ist das eigentlich? Das ist so lächerlich. Da hat einer mehr an als der andere. Oh Mann. Oh Mann, so lächerlich. Offiziell. Außerordentliche Störung. Zweifellos erkennbar. Sichthilfe. Andersweit externe Hilfe. Zweifellos erkennbare. Spielbehinderung. Hat er jetzt nicht gemacht. Das sollte man ja nicht. Zielhilfe. Zweifellos erkennbar. Jo. Unzureichende Beweise. Urteil abgeben. Holy shit, Alter. Richtig, richtig kranke Scheiße, Mann.